Thierry Paulin wurde am 28. November 1963 in Fort-de-France in der Karibik geboren. Bekannt wurde er als Monster von Montmartre, Sensenmann von Paris und als Old Lady Killer. Seine jugendliche Mutter musste sowohl Paulin als auch dessen Vater allein versorgen, bis seine Großmutter den kleinen Jungen zu sich nahm. Doch dort bekam das Kind sehr wenig Aufmerksamkeit. Mit 10 Jahren kehrte Paulin wieder zu seiner Mutter zurück und hatte plötzlich mehrere Stiefgeschwister. Er wurde gewalttätig den anderen Kindern gegenüber und schließlich nahm sein Vater ihn mit nach Frankreich. Paulin fand wegen seiner Abstammung kaum Freunde und hatte schulische Probleme. Mit 17 Jahren trat er der französischen Armee bei und wurde Fallschirmspringer. Auch hier wurde er von seinen Kameraden wegen seiner Herkunft und seiner Homosexualität verachtet. Am 14. November 1982 beraubte er eine alte Frau in ihrem Lebensmittelgeschäft, wurde jedoch erkannt und im Juni 1983 zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. 1984 erfuhr er, dass seine Mutter und ihre Familie in einem Pariser Vorort gezogen war. Er zog zu ihnen, begegnete aber nur Feindseligkeit. Paulin wurde Kellner in einem Nachtclub und trat dort auch als Drag Queen auf. Er begann eine Liebesbeziehung mit einem drogenabhängigen Mann ähnlicher Herkunft und wurde selbst süchtig. Er begann zu dealen. Am 5. Oktober 1984 griff er 2 alte Frauen in ihren Schlafzimmern in Paris ein. Eine davon, eine 91-jährige Frau, überlebte den Angriff schwer traumatisiert. Von Oktober bis November desselben Jahres gab es weitere 8 derartige tödliche Angriffe. Einige waren mit Plastiktüten erstickt worden, mindestens eine wurde gezwungen, Abflussreiniger zu trinken. Paulin und sein Geliebter reisten zu Paulins Vater, dieser konnte die Beziehung der beiden Männer nicht akzeptieren, schließlich trennten sich die beiden. Er versuchte, eine eigene Firma mit Transvestitenkünstlern zu gründen, was allerdings scheiterte. Vom 20. Dezember 1984 bis zum 14. Juni 1986 ermordete Paulin weitere 8 ältere Frauen. Dieses Mal ging er jedoch deutlich weniger gewalttätig vor. Ein Angriff mit einem Baseballschläger auf einen seiner Kokainhändler brachte ihn für 16 Monate in Haft. Nach seiner Entlassung soll er erfahren haben, dass er HIV-positiv war. Er führte seine Mordserie fort und gab seine Beute mit vollen Händen aus. Am 1. Dezember 1987 wurde er schließlich verhaftet. Er gestand 21 Morde. Am 16. April 1989, noch bevor er verurteilt werden konnte, starb Paulin an den Folgen seiner Erkrankung.